Herzlich willkommen bei Megalight. Mein Name ist Greta und ich zeige euch heute, wie ihr eure Megalight Smart Light Bars installieren könnt. Bitte beachtet auch die Sicherheitshinweise am Ende des Videos. Steckt den USB-Stecker eurer Lightbar an eine passende Stromquelle an, zum Beispiel an einen USB-Adapter oder direkt an einen geeigneten Bildschirm. Ihr könnt nun die Lightbar direkt mit eurer Fernbedienung steuern. Am besten lässt sich die Smart Lightbar jedoch über die App bedienen. Ladet euch hierfür die Tuya Smart App auf eurem Smartphone oder Tablet herunter. Hierzu findet ihr in der Bedienungsanleitung einen QR-Code. Wenn ihr die App installiert habt, könnt ihr euch bei Tuya Smart registrieren. Nun könnt ihr die Smart Lightbar mit eurer App verbinden. Dafür müsst ihr die Bluetooth- und Wi-Fi-Funktion an eurem Smartphone aktivieren. Geht nun in der Tuya Smart App auf Gerät hinzufügen oder oben rechts auf den orangenen Plus-Button und dann auf Gerät hinzufügen. Drückt jetzt den Knopf am Controller. Lasst diesen nach ca. 6 Sekunden los. Nach kurzer Zeit fängt die Lightbar an zu blinken und kann mit der App verbunden werden. Verbindet die Smart Lightbar mit eurem WLAN. Sobald die App verbunden ist, könnt ihr auf Weiter klicken. Danach oben rechts auf Fertigstellung klicken. Die Smart Lightbar ist nun mit Tuya verbunden und kann bequem per App gesteuert werden. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die Lightbar auch mit eurem Smart Home System verbinden und so per Sprachbefehl steuern. Wenn ihr mehrere Lightbars oder andere Megalight Smart Produkte gleichzeitig steuern möchtet, könnt ihr diese in der App auch als Gruppe speichern. Zur Einrichtung einer Gruppe in der Tuya Smart App haben wir auch ein Video für euch. Den Link dazu findet ihr hier in der Infobox. Dieses Video ersetzt keine Bedienungsanleitung. Bitte lest euch vor der Installation die beiliegende Bedienungsanleitung durch. Haltet alle Sicherheitshinweise wie in der Bedienungsanleitung beschrieben ein. Wir übernehmen keine Haftung oder Gewähr. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen. Lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne auf mega-kunde.de.